bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoor. Hallo und herzlich willkommen in Teil 2. Wenn ich alles zusammen gefilmt hätte und ein Video draus gemacht, dann hätte es wahrscheinlich den Rahmen gesprengt. So haben wir es jetzt in zwei Teile geteilt. Und jetzt schauen wir uns die nächsten Burgen an, vor allem auch den Uhlberg. Und wer das sehen möchte, kommt mit. So, ich stehe jetzt hier vor der nächsten Burg. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da mehr sehen. Vielleicht gibt es ja auch mal einen Keller, wo man reinschauen kann. Das war ja mal ganz interessant. Hätten wir rauffahren können. Da hat man auch wieder super Aussicht. Und was ist da unten? Oh, süß. Ja, nett. Schafe, Ziegen. Ist das lieb. Da habe ich fleißig gewerkelt. Da findet nämlich demnächst ein Fest statt. Also irgendwie hat das Video einen Teufel gesehen. Es wird überall was gemacht. Es ist irgendwie überall zugesperrt. Es ist der Hammer. Der Baum ist schön. Der ist echt cool. Mit Wahnsinnswurzeln. Wie alt das der wohl schon ist? Aha, da wird aufgebaut. Ein großes Werkeln angesagt. Das ist der Bergfried. Da kann man sich bei der Touristeninformation einen Schlüssel abholen und aufgehen. Schaut hübsch aus. Das war bestimmt der Brunnen. Ja, da unten ist sogar noch Wasser drin. Ha, cool. Das werden wir aber mit der Kamera jetzt nicht sehen. Denke ich mal. Oh, schaut echt schön aus. Mei, sind die Mauern dick. Was für ein Gerät muss da geben, um dass man diese Mauern zerstört? Also, Kanonenkugel langt da eigentlich nicht.
Das ist die Frage, wo ich mir immer stelle. Aber es ist schade, dass nicht mehr da ist. Aber so ist es mit den Ruinen. Was das wohl war? Beschreibung gibt es da leider auch keine. Bestimmt irgendein so ein Raum. So, der Weg führt uns jetzt zur Ulbergkapelle, die sagenumwobene Kapelle. Hier sollen nachts sogar besondere Rituale abgehalten werden. Angeblich soll hier nachts eine weiße Frau durch die Gemäuer spuken, eine Nonne. Das heißt, da am Altar soll ein Baum wachsen. Und wenn der Baum gefällt wird, dann soll daraus eine Wiege geschnitzt werden. Und dieses Kind, das in der Wiege liegt, soll angeblich den Schatz des Klosters finden. Eine Frage hierzu, welches Kloster? Es ist nie ein Kloster erbaut worden, nur eine Kapelle. Und da sieht man, ist auch schon wieder Steinschlag. Letztens war ja auf der Burg, die war aber hier Steinschlag geschlossen. Und die schauen auch recht frisch aus. Da liegen auch noch Steine.
In der Nacht stelle ich mir vor, ist das schon ein Ort, wo man vielleicht gar nicht sein mag. Oder manche finden das gruselig, cool, keine Ahnung. Aber so am Tag ist das eigentlich ein netter Ausflugsort. Es hat mit einer kleinen Wanderung verbunden, weil ganz herfahren kann man nicht mehr. Da ist vieles gesperrt. Da ist noch ein Gedenkstein. Eisenmüller Rudolf. 1.1.2000. Wenn sich da jemand auskennt, dann seid ihr doch mal so gut und schreibt es in die Kommentare. Oh, die Kirche von hinten. So, ich gönne euch jetzt noch mal einen letzten Blick. Da oben muss auch mal was drin gewesen sein. Einen letzten Blick durch die Kapelle. Die Glocke von der Kapelle soll im Übrigen in den nahen gelegenen Teich versenkt worden sein. Also man sagt da furchtbar viel über dieses Gemäuer. Naja, wie gesagt, das ist ein netter Ausflugsort am Tag. Vielleicht ist es in der Nacht anders. Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen enttäuscht heute. Diese Ruinenkirche hat ein Dach. Ist aber auch zum Schutz, dass es wahrscheinlich nicht noch besser zusammenfällt. Aber halt doch ein bisschen ärgerlich. Mal gucken, ob man rein kann. Recht interessant. Da oben haben wir praktisch die Mauern nachgebaut. Da auch. Und zum Schutz. Da einfach ein Dach drüber gemacht, dass er nicht kaputt geht.
die ist schon gescheit zerstört worden. Na gut, auf der anderen Seite ist es doch gut, weil sonst war wahrscheinlich der Rest auch noch zusammengefallen. Ich hoffe, ihr versteht es mir überhaupt. Die Brücke. Da sind da so Überreste, die noch nicht ganz zerpumpt worden sind. Da schaut irgendwie cool aus. Steht aber jetzt auch nichts da. Also sollte ich über diese Kirche noch was finden, dann schreibe ich es in die Videobeschreibung. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat Teil 1 auch gefallen. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, hier. Also entweder links oder rechts draufklicken, da könnt ihr das anschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.